Landeshauptmann, Herr Altbundesratspräsident, Damen und Herren, darf Sie begrüßen zu unserer Buchpräsentation von Herbert Sausgruber, Verdichtete Erinnerungen, Grundlagen erfolgreicher Gemeinschaften. Für die vorliegende Publikation war bereits ein Präsentationstermin angesetzt am 12. März und hatten schon Full House bis auf den letzten Platz voll und das ist uns dann zu riskant geworden und wir haben mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ja, die Zeiten sind jetzt nicht wahnsinnig gut geworden, was jetzt eine Indoor-Veranstaltung betrifft und so haben wir uns entschieden, das Buch in einem Rahmen einer Pressekonferenz, meinem Pressegespräch vorzustellen. Die Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen, im Internet über die Facebook-Seite unter anderem von des Instituts für Föderalismus und von Vol.at. Ja, also Sie sind also auch ebenfalls live auf Sendung, nicht nur wir drei. Ich darf mit gleich einmal ja, den Herrn, also auch in dieser damaligen Buchpräsentation, im Programm war vorgesehen, dass auch Jürgen Weiß ein bisschen beiträgt dazu aus Sicht des Landes Vorarlberg, was können wir, was kann Vorarlberg in der Bundespolitik und ich darf ihn daher bitten, wie das im Programm vorgesehen ist, dazu Stellung zu nehmen. Es passt thematisch recht gut zu dem vorzustellenden Buch heute. Jürgen Weiß hat, glaube ich, auch eine Unterlage, die er verteilt hat oder schon verteilen lässt. Und ja, Jürgen, bitte. Danke, grüß Gott miteinander. Die Frage, was kann Vorarlberg in der Bundespolitik, hat eine Zwillingsschwester. Nämlich, was folgt daraus für die Selbstbestimmung des Landes? Das ist nämlich nach Vorarlberger Tradition eine gute Frage. Was kann unser Land selbst bestimmen? Und bis zurück in die Gründungszeit der Republik lautet die Antwort stets zu wenig. Zu den bekannten Gründen dafür zählt auch die Neigung vieler Bundesländerpolitiker, Verantwortung nach oben zu delegieren, sei es Wien oder in letzter Zeit auch verstärkt Brüssel. Über den Mut zur Verantwortung, die er selbst nie gescheut hat, ist im Buch von Herbert Sausgruber viel zu lesen. Zunächst kann Vorarlberg in der Bundespolitik das, was die Länder im Allgemeinen können, das ist internationaler Standard, wenngleich in Österreich unterentwickelt, eine Extrawurst für eigene Regionen, wie es etwa das von Pro Vorarlberg propagierte eigene Statut gewesen wäre, ist außerordentlich selten. Und mit der im Buch auch beschriebenen Gefahr von Autonomieexzessen verbunden, wenn Blockadehaltungen überhand nehmen. Die grundlegenden Einflussmöglichkeiten der Länder sind naturgemäß in der Bundesverfassung verankert. Das Wahlrecht für den Nationalrat und den Bundesrat, also die Organe der Gesetzgebung, sichert ihnen eine ihrer Größe entsprechende Repräsentanz. Anders als in Deutschland gibt es aber eine solche regionale Mindestrepräsentanz bei den 19 Abgeordneten zum Europäischen Parlament nicht. Das führt dazu, dass wir dann immer von den Bundeslisten abhängig sind, ob es zwischendurch wieder einmal einen Vorarlberger Abgeordneten im EU-Parlament gibt, jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Von dieser Vertretung in den Gesetzgebungsorganen können sich die Länder in der Praxis aber nicht viel kaufen. Im Konflikt zwischen Landesinteressen und Fraktionsdisziplin müssen sie in der Regel selbst dem Bundesrat, also der eigentlichen Ländervertretung, klein beigeben. Während früher Abgeordnete als Informationsbeschaffer aus der Bundespolitik wichtig waren, so konnte beispielsweise der Inhalt eines Gesetzesantrages praktisch nur über Kontakt mit den Abgeordneten erfragt werden, ist das heute durch Transparenz und kurze Kommunikationswege stark in den Hintergrund getreten. Sie wissen ja alle, wie leicht die Informationsbeschaffung auf diesem Gebiet inzwischen geht.
im Verfassungsgerichtshof als Zuständigkeit Schiedsrichter zwischen Bund und Länder haben Sie nur insoweit einen Vertretungsanspruch, als 3 der 14 Mitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Bundeshauptstadt haben müssen und die Mehrheit von der Bundesregierung nominiert wird. Das ist also ganz atypisch für ein Schiedsgericht, das in der Regel paritätisch zusammengesetzt ist. Weitere Einflussmöglichkeiten der Länder durch Zustimmungs- oder Anhörungsrechte lasse ich beiseite. Sie sind auch nicht sehr auffällig, weil sie eher der Konfliktvermeidung im Vordergrund als der nachträglichen Konfliktaustragung dienen. Neben diesen in der Verfassung verankerten Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es noch 3 weitere Bereiche, die sich einer förmlichen Regelung entziehen, aber in der Praxis besonders wirkungsvoll sind. Das sind zunächst einmal Führungsfunktionen im Parlament, besonders in den einzelnen Fraktionen. Zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein, kann bei guter Rückkoppelung mit dem eigenen Land die Vertretung seiner Interessen wesentlich erleichtern. Kann beispielsweise auch davon abhängen, zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes Anliegen auf die Tagesordnung kommt oder nicht. Eine Funktion im Präsidium oder als Fraktionsobmann zu bekleiden, kommt für ein kleines Land naturgemäß selten vor. Aber allein schon die Themenverantwortung einzelner Abgeordneten in den Fraktionen, also die sogenannten Bereichssprecher, können wichtige Einflussmöglichkeiten bieten. Dieser Einfluss gilt in besonderer Weise auch in der Bundesregierung. Auch wenn es natürlich keine explizite Interessensvertretung eines einzelnen Landes geben kann, sind allein die Netzwerke, Frühwarnsysteme und informellen Einflussmöglichkeiten von großem Wert. Daher habe ich auch sehr verstanden, dass Landeshauptmann Markus Wallner die Nominierung von Magnus Brunner als Staatssekretär sehr begrüßt hat. Das wesentlichste Instrument der Landesvertretung ist aber die Landeshauptleutekonferenz mit den ihr angegliederten Fachreferentenkonferenzen, aktuell die Gesundheitsreferenten. Ihr wird gelegentlich Amtsanmaßung vorgeworfen, weil sie gesetzlich gar nicht vorgesehen sei. Sie agiert also sozusagen im rechtsfreien Raum. Abgesehen davon, dass das gar nicht genau stimmt, teilt sie dieses Schicksal mit der deutschen Ministerpräsidentenkonferenz und der Schweizer Konferenz der Kantonsregierungen. Für kleinere Länder ist sie nicht zuletzt deshalb wichtig, weil in ihr wegen des Einstimmigkeitsprinzips größenunabhängige Gleichheit herrscht. Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt der Selbstkoordination der Länder, dass alle auf Augenhöhe miteinander beraten. Dessen ungeachtet wäre es natürlich weltfremd zu meinen, dass der Größenunterschied auf das Gewicht eines Landes nicht von Einfluss wäre. Aber dieses Gewicht hängt eben nicht nur von der Größe des Landes ab, sondern maßgeblich von den fachlichen und politischen Autoritäten der Landeshauptleute. Ich will jetzt nicht das politische Geschehen und die Spuren Vorarlberger Einflusses Revue passieren lassen, nur 3 kurze Bereiche. Vorarlberg war ein wegweisender Wegbereiter des EU-Beitritts. Und es war vor allem der damalige Landeshauptmann Martin Burtscher, der die ursprüngliche starke Skepsis der Länder in ein für die Volksabstimmung letztlich ganz wichtiges Jahr umgewandelt hat. Die Bedeutung Herbert Sausgrubers bei der Wahrung der Länderinteressen in den Finanzausgleichs- und Zuständigkeitsverhandlungen wird dadurch sichtbar, dass er regelmäßig einer der beiden Verhandlungsführer der Länder war. Und ob seiner Sachkenntnis und deutlichen Aussprache bei den Verhandlungen bei allen Partnern heute noch ein hohes Ansehen hat. Für Vorarlberg sind dabei, ohne ins Detail gehen zu wollen, auch mehr als nur Brosamen vom Verhandlungstisch jeweils abgefallen. Als Landeshauptmann und als Landesfinanzreferent haben beide beim Erwerb der Illwerke Aktien die entscheidende Rolle gespielt, um die Gunst des Augenblicks nutzen zu können. Selbstverständlich war das damals ja alles nicht und vermutlich wäre das nachher dann gar nicht mehr so einfach umzusetzen gewesen. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute gehabt, war für das Land außerordentlich wichtig. Zum informellen Einfluss eines Landes auf den Bund und die anderen Länder gehört schließlich die beispielgebende Innovationskraft in einzelnen Politikfeldern. Ich erwähne nur die Sozialpolitik oder den öffentlichen Dienst. Mit weniger Nachahmungserfolg vernunftgeleitete Sparsamkeit der öffentlichen Haushalte.
Der Titel Erinnerungen klingt auf den ersten Blick vergangenheitsbezogen. Das Buch ist aber erst in erster Linie ein Wegweiser. Es sind keine Memoiren. Seinen Inhalt und die politische Arbeit Herbert Sausgrubers kann man mit einer ganz kleinen Änderung der Frage, was Vorarlberg könne, zusammenfassen und sagen, das kann Vorarlberg. Ja, herzlichen Dank, Jürgen. Erlauben Sie mir, bevor ich auf das Buch näher eingehe, jetzt einen ganz kleinen Exkurs zu den Bemerkungen von Jürgen Weiß. Nachdem ja unsere Verfassung gerade 100 Jahre gefeiert hat, ist es angemessen darauf hinzuweisen, in der Ursprungsfassung unserer Verfassung wurden die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes gleichberechtigt von Nationalrat und Bundesrat bestellt. Das war auch die Konzeption, dass das Gericht, das nicht nur den Bund prüft, sondern genauso auch die Landesgesetze prüft, auch von Mitgliedern besetzt sein soll, die von den Ländern sozusagen oder von der Ländervertretung bestellt worden sind. Erst die Verfassungsnovelle 1929, die ja auch eine stärkere die das autoritative Element, oder die Bundesregierung gestärkt hat, hat das hineingebracht, dass die Hälfte der Mitglieder jetzt von der Bundesregierung bestellt werden. Übrigens Dinge, die man ganz gerne bei anderen Ländern, Polen, Ungarn, durchaus kritisiert, wenn die Regierung Mitglieder des Höchstgerichtes bestellt. Aber das nur am Rande. Ja, Herbert Sausgruber hat mir ein vergleichsweise schmales Dokument zur Publikation angeboten und wir haben das gerne angenommen, weil es etwas Besonderes ist. Üblicherweise sind sind Werke, die Politiker im Ruhestand verfassen, recht voluminöse Bilanzen eines politischen Lebens. Und da kann man ja auch einiges dazu sagen. Und Herbert Sausgruber könnte das auch, wird er vielleicht irgendwann einmal, aber jedenfalls nicht in diesem Buch. Er hat diese verdichteten Erinnerungen, die sind ganz was anderes als das, was sie üblicherweise am Ende eines politischen Lebens von einem Politiker bekommen. Verdichtete Erinnerungen sind auch kein Enthüllungsbuch, also wenn Sie Hoffnungen haben, darin irgendwelche Abrechnungen mit politischen Kontrahenten, Hintergrundinformationen, wie, was, wann gelaufen ist, finden, das finden Sie da nicht. Was Sie darin finden, das ist das, was wir eigentlich in den Verwaltungswissenschaften als Good Governance bezeichnen. Also Anleitungen zum guten Regieren. Und da kann man sagen, da bewegt sich Herbert Sausgruber durchaus nahe am Puls der Wissenschaft, die in den letzten Jahren sich ganz intensiv mit Good Governance beschäftigt hat unter verschiedensten Aspekten. Klarerweise ist, und auch da über Good Governance gibt es voluminöse Werke, auch da ist das Büchlein von Herbert Sausgruber anders, es ist verdichtet, es sind tatsächlich verdichtete Erinnerungen, hat natürlich einen anderen Zugang, hat einen sehr pragmatischen Zugang. In dem Buch finden Sie aber auch beispielsweise Themen wie Führung, etwas, das wir aus der Verwaltungsmanagement kennen. Er schreibt über Generationengerechtigkeit, ein Thema, das auch die Sozialphilosophie beschäftigt. Er schreibt von Netzwerken, von Globalisierung, auch von Entwicklungszusammenarbeit und der Außenpolitik, die Regionen führen können. Ein wesentlicher Unterschied zu dem, was Sie auch sonst in den Werken über Good Governance finden, ist allerdings auch die Blickweise. Also hier ist der Blick nicht top-down, von oben nach unten, sondern von unten nach oben aufgebaut, also aus der Sichtweise der kleinen Gemeinschaften. Und dass dabei Subsidiarität eine große Rolle spielt, überrascht sicherlich niemanden, der den Autor kennt. Und das macht es aber auch dieses Werk vom föderalistischen Standpunkt durchaus interessant.
Herbert Sausgruber schreibt beispielsweise: Kluge Organisation von Gemeinschaften berücksichtigt neben der Handlungsfähigkeit den Grundsatz der Leistungsfähigkeit, Subsidiarität. Staatliches Handeln von Bund und Land konzentriert sich auf die Bereiche, die die Leistungsfähigkeit des Einzelnen oder kleiner Gemeinschaften mit ihrer Fähigkeit zur Selbstorganisation und Zusammenarbeit übersteigen. Also zunächst, also hier, das ist nicht nur, das ist ja auch gesellschaftliche Subsidiarität, nicht? Also der Staat greift erst dann ein, wenn der Einzelne oder die Gesellschaft das nicht mehr selber bewältigen kann. Nun, die gegenwärtige Krise veranschaulicht uns auch täglich die Bedeutung der Resilienz einer Organisation, also ihrer Widerstandskraft. Und man liest gelegentlich, unlängst habe ich von einer, von der Klubobfrau einer Regierungspartei gelesen, Föderalismus sei in der Pandemie unbrauchbar. Ja, das stimmt natürlich nicht. Natürlich zeigt auch der Föderalismus da und dann seine Schwächen, und da hängt auch davon ab, wie die einzelnen Organe agieren. Und es gibt natürlich auch bei, um ein Beispiel zu sagen, unter 80 Bezirkshauptmannschaften auch einmal eine, die eine Fehlentscheidung trifft. Nun, Herbert Sausgruber schreibt zur Krisenfestigkeit, und das Buch ist vor der Corona-Krise erschienen: Krisenfestigkeit ist die Fähigkeit zu Stabilität bei widrigen Umständen und Erschütterungen ohne Panik und Chaos, zum Neuanfang nach Misserfolg und Katastrophen, die Chancen enthalten können. Die Erfahrung zeigt, dass auch Gemeinschaften im Laufe ihres Lebens Krisen und Katastrophen durchmachen und bei mentaler Stärke und brauchbarer, handlungsfähiger Organisation auch gut überleben, im besten Fall sogar eine Chance daraus machen können. Gemeinschaften müssen auch bei Schlechtwetter funktionieren. Ja, und das gilt natürlich auch für den Föderalismus, er muss natürlich auch bei Schlechtwetter funktionieren. Nun, man würde einer Fehleinschätzung unterliegen, wenn man glauben würde, in diesem Buch sind nur Perspektiven sozusagen von unten drinnen, oder es hat nur die Region oder die kleine Gemeinschaft im Blick. Herbert Sausgruber schreibt auch über die handlungsfähige Union, also meint die Europäische Union. Und er sagt, einige wesentliche und aufgrund der technischen Entwicklung der Mobilität zunehmende Probleme, und die Pandemie ist natürlich auch ein solches, kommen großräumig daher. Sie machen vor nationalen Grenzen nicht Halt. Sie können vom Nationalstaat, der Größe der EU-Mitgliedsländer allein nicht beantwortet werden. Der nationale Reflex kann als Notlösung notwendig sein, ist aber keine befriedigende Lösung. Zum Beispiel einiger Umweltprobleme, wesentliche Teile der Flüchtlingsfrage, Stabilität der Finanzen im Euroraum und so weiter. Der Rückzug ins Nationale ist in Wahrheit eine theatralische Form der Selbstaufgabe und Auslieferung an die Interessen anderer Großer, auf deren Willensbildung man keinerlei Einfluss hat, denen man aber allein in keiner Weise gewachsen ist. Und auf der europäischen Ebene, da kann man wieder anknüpfen an das, was Jürgen Weiß gesagt hat. Ja, Österreich hat, glaube ich, vergleichsweise starke Rolle in der Europäischen Union. Und diese Rolle wäre, oder unsere Rolle auf der internationalen Ebene wäre deutlich schwächer, wenn wir nicht diese Anbindung hätten. Wenn wir dauernd die Anbindung an Deutschland oder irgendeinen anderen großen Partner suchen müssten. Ja, die Autonomie-Exzesse, die Herbert Sausgruber kritisch betrachtet, die hat schon Jürgen Weiß angesprochen, und eine Bedeutung für Good Governance im europäischen Mehrebenensystem, wie wir das wissenschaftlich nennen, ist das rationale Zusammenwirken, also die rationale Kooperation. Und dazu braucht es auch Identität. Identität in einem positiven Sinne. Und Sausgruber
schreibt aus meiner Sicht Bemerkenswertes über die Identität, über und er schreibt dazu in einem größeren Kapitel auf Seite 29, das offene Wir, Identität, die nicht vom Feindbild lebt. Und er schreibt, es gibt vielfältige Identitäten von Familien, Gesinnungsgemeinschaften, Berufsfirmen, Gemeinde- und Regionalzusammengehörigkeiten. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder angesprochen habe. Nicht? Also wir erleben oder haben in der Prä-Corona-Zeit schon erlebt, das Aufbrechen der Identität. Nicht? Also ich war immer der Meinung, man kann eben und sollte mehrere Identitäten haben. Und die offene Identität ist die, die ich habe, dass ich mich als Vorarlberger fühle, als Österreicher und aber genauso als Europäer. Und ja, wir haben das beispielsweise in der Katalonien-Krise vor ein paar Jahren, die jetzt ein bisschen zugeschüttet ist, vielleicht dann irgendwann wieder aufpoppt, gesehen, nicht, wie Identität eine Rolle spielt. Nicht? Wenn einem ein Spanier sagt, ich bin kein Spanier. Also das sind interessante Erfahrungen, die man für sich selber macht. Ja, und etwas natürlich, was eine große Rolle spielt, das ist das Expertenwissen. Sie wissen, Herbert Sausgruber hat in seiner politischen Tätigkeit immer den Hausverstand betont. Ich als Angehöriger jener Gruppen, die man so gemeinhin als Experten bezeichnet, war da immer ein bisschen skeptisch, und aber schreibt etwas sehr Treffendes für ihn, glaube allgemein. Er schreibt auf der Seite 23, das Expertenwissen ist für effiziente und sachgerechte Führung und Entscheidung unerlässlich. Es empfiehlt sich aber eine Ergebniskontrolle und intuitive Gesamtbeurteilung anhand des Hausverstandes als eine einfache Prüfung auf Übereinstimmung mit praktischer Intelligenz und Lebenserfahrung und bei finanziellen Angelegenheiten mit den Grundrechnungsarten. Das, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Meine Erfahrung ist, dass Experten sehr gut sein müssen, dass im konkreten Fall ihr Ergebnis dem Hausverstandsergebnis an Weitblick und Durchblick überlegen ist. Es kommt aber vor. In jedem Fall ist selber denken und nicht nur denken lassen ein guter Zugang. Das heißt auch kreatives und kritisches Denken, das Tatsachen anerkennt und offen ist, Neues lernen will und konstruktive Ziele sucht. Jede Entscheidung und jede Vorschrift sollte vor dem Hausverstand bestehen können. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Symbiose von Expertentum und Hausverstand, mit der ich als Experte gut leben kann. Ich möchte auch besonders hinweisen, also selber denken, das ist für mich ein gutes Stichwort am Schluss meiner kurzen Präsentation, weil Föderalismus und Autonomie, das ist für mich persönlich der Aufbruch des Menschen aus der Unmündigkeit und aus der Bevormundung. Und es ist eine Form von das, was Kant gesagt hat, lerne dich deines Verstandes zu bedienen, und dazu gehört eben selber denken und nicht nur denken lassen. Und mit diesem Motto möchte ich jetzt noch den Autor bitten, dass er vielleicht ein paar Worte zu seinem Buch sagt. Ja, zunächst bedanke ich mich bei den beiden Herren, die in hervorragender Weise zum Buch und weit darüber hinaus Gültiges gesagt haben. Viel möchte ich eigentlich nicht ergänzen, aber auf zwei oder drei Dinge doch hinweisen. Der Inhalt ist auf gut 70 Seiten zusammengefasst, was ich in etwas über 30 Jahren erlebt und vor allem beobachtet habe. Also die Dinge, die hier niedergeschrieben sind, sind zwar nicht Ereignisse, sondern es sind Zusammenhänge, und ausgewählt wurden bei der Verdichtung Dinge, die ich dutzendweise beobachtet habe und festgestellt habe,
es kommen bestimmte Verhaltensweisen oder Denkmuster oder Grundhaltungen oder Organisationsformen immer wieder vor und sind erfolgreich. Und andere kommen auch immer wieder vor und führen in eine Sackgasse. Solche immer wieder vorkommenden Abläufe habe ich hier geschildert. Und zwar nach dem Gesichtspunkt, was führt in der Praxis zum Erfolg. Nicht nach irgendwelchen Theorien, die auch ihren Platz haben, natürlich, dagegen ist nichts zu sagen, sondern was führt in der Praxis, im wirklichen Leben zum Erfolg. Und Erfolg verstanden als langfristige positive Wirkung auf die Gesamtentwicklung einer Gemeinschaft. Also nicht für eine Gruppe, unten oder oben oder wo immer sie steht, links oder rechts, sondern für die Gesamtheit möglichst viele in der Gemeinschaft auf lange Sicht. Nicht kurzatmig, sondern auf lange Sicht. Und diese Dinge haben es natürlich dann in sich, weil sie manchen zeitgeistigen Entwicklungen und Moden, auch weit verbreiteten Meinungen, ziemlich massiv widersprechen. Das war mir aber immer wurscht, schon in der Aktivzeit und heute natürlich umso mehr. Ich habe deshalb auf Ereignisse weitestgehend verzichtet, weil ich befürchtet habe, das wäre zwar interessanter natürlich, aber ich habe befürchtet, dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht und das, worum es mir geht, eigentlich nicht mehr. Noch eine Ergänzung. Das, was da zusammengetragen ist, ist das, was in dem Beobachtungsbereich, also gut 30 Jahre zeitlich, räumlich Kommunalpolitik, Landespolitik in Vorarlberg, mit einem guten Einblick in die Bundespolitik über viele Jahre, über die Bodenseekonferenz in die Schweiz und Deutschland, jedenfalls einmal in die Deutschschweiz und in die südlichen Bundesländer von Deutschland, damit schon auch in einem gewissen Umfang ins Geschehen insgesamt dort und in schon viel bescheidenerem Umfang über die Funktion über einige Jahre im Ausschuss der Regionen, in einem bescheidenen Umfang ins Geschehen in der Europäischen Union. Das ist der Beobachtungsbereich räumlich und zeitlich. Und was in den letzten inzwischen 40 bis vor 10 Jahren erfolgreich war, muss es nicht zwingend in der Zukunft sein, in allem. Also es ist nicht der Versuch eines Rezepts oder eines Ratschlags, so muss man es machen, sondern für interessierte Leser, die einfache Zusammenhänge im Gemeinschaftsleben verstehen wollen oder gar die Aufgabe haben, aufgrund von Wahlen Gemeinschaften zu steuern, zu schauen, was damals funktioniert, ob es einen Ansatz bieten kann, dass es heute und morgen funktioniert und im besten Fall Denkwerkzeuge mitzugeben, um das Verständnis zu verbessern. Ein letzter Satz. Für mich war die größte Überraschung in meiner politischen Tätigkeit, dass die Grundverhaltensweisen, die Grunddenkweisen, auch die Entscheidungsprozesse in ihrem Ablauf in sehr kleinen Gemeinschaften und in sehr großen Gemeinschaften, also jetzt extrem gesprochen in einem Verein oder etwa in der Bundesrepublik Deutschland, sehr ähnlich bis gleich ablaufen,
natürlich die Auswirkungen völlig andere sind. Wenn ein Fehler in der Bundesrepublik passiert, sind 80 Millionen und darüber hinaus in ganz Europa betroffen. Wenn in einem Verein in Geissau ein Fehler passiert, sind es 30. Das ist natürlich schon ein fundamentaler Unterschied. Aber in den Abläufen ist vieles nicht nur ähnlich, sondern gleich, weil es sich um Menschen handelt und bestimmte Grundstrukturen menschlichen Verhaltens von positivem Engagement und Courage bis hin zu Oberflächlichkeit oder Eitelkeit im Kleinen wie im Großen putz die gleiche Rolle spielen. Und für die Erklärung von Abläufen sehr, sehr helfen kann. Ich danke also den beiden Herren für ihre Beteiligung und möchte damit schließen. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, es besteht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn solche vorhanden sind. Ich habe einiges davon gelesen, noch nicht alles. Sie schreiben aber auch, dass man einige Kapitel einfach separat lesen ja. kann. Wie beurteilen Sie, Sie haben auch ein Kapitel über die Krisenfestigkeit, das ist schon angesprochen worden, beschrieben unserer Gemeinschaften. Jetzt haben wir momentan eine Krise, die ja eine ganz andere Qualität hat als etwa die Hochwassersituation, ja. die wir auch überstanden haben. Wie beurteilen Sie denn momentan diese Krisenfestigkeit unserer Gemeinschaft? Relativ positiv. Ich beurteile auch das Bemühen der handelnden Regierungen auf Bundes- und Landesebene durchaus positiv und das Mitmachen der Bevölkerung auch. Natürlich kann man dieses und jenes kritisieren, wenn man wollte, was ich nicht tue. Und es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Das Entscheidende ist, dass es gelingt, in der Führung klare Vorstellungen zu entwickeln und auch zu kommunizieren, das Augenmaß zu haben, was die Bevölkerung an Belastungen letztlich zumindest mehrheitlich akzeptiert und dabei aber nicht die positiven Emotionen zu verlieren, also die Zuversicht zu verlieren. Und Anstrengungen zu unternehmen, dass die, die besonders darunter leiden, dass denen so weit als möglich ist, geholfen wird. Und da habe ich den Eindruck, dass das im Großen und Ganzen ein sehr positives Bemühen vorhanden ist und auch in der Bevölkerung zwar verbesserungsfähig, aber durchaus sehe ich das zuversichtlich. Das ändert aber nichts an der massiven Problematik und Betroffenheit und der Ungewissheit der Weiterentwicklung. Das soll man nicht verschweigen. Was raten Sie den Führenden jetzt in dieser Situation? Sie haben schon erwähnt, die positive Emotion sollte nicht verloren gehen, die Zuversicht. Jetzt hat man das Gefühl, die Situation, die auch eine gewisse Perspektivlosigkeit hat auf die längere Sicht, das nagt schon auch am Vertrauen an die ja. Führenden. Wie soll man denn damit umgehen? Ich möchte keine Ratschläge erteilen, aber eines muss man sehen, wenn Sie in kritischen Situationen sind, das gilt für kleinere Katastrophen auch, die räumlich begrenzter damals waren. Sie haben nicht nur in solchen Situationen im politischen Wirken überhaupt mit dem Thema zu tun, dass Sie häufig Entscheidungen treffen müssen unter Ungewissheit, weil sich im Moment nicht alles überblicken lässt, auch nicht alles, was die Wissenschaft vielleicht erwarten würde, analysieren lässt, Wissenschaft auch unterschiedliche Auffassungen haben kann und trotzdem müssen sie eine Entscheidung treffen in bestimmten Situationen, weil das Nicht-Entscheiden auch eine Entscheidung bedeutet, nämlich das Laufenlassen
einer Entwicklung. Und dann gibt es eine allgemeine Eigenschaft, die halt auch vorhanden ist, dass man rückblickend die Dinge besser beurteilen kann und dazu neigt, Entscheidungen, die in Ungewissheit getroffen wurden, dann rückblickend besserwisserisch herunterzumachen. Mit dem muss jede Regierung fertig werden. Mir scheint besonders wichtig, dass man sorgfältig aufarbeitet, natürlich mit wissenschaftlichen Ergebnissen so vorhanden, die einfließen lässt und engagiert aus der Situation das Beste macht. Und ich habe den Eindruck, dass das in Österreich geschieht, im Großen und Ganzen. Und damit kann und soll man als Bürger zufrieden sein, denn Allwissenheit und das alles, die Allmachbarkeit ist nicht gegeben. Ich glaube, Sie haben sich denn. Ja, das heißt ja verdichtete Erinnerungen und ich hatte noch nicht das Vergnügen, es zu lesen, aber es ist ja wirklich sehr komprimiert. Rein faktische Frage: Für welches Klientel wurde das geschrieben? Wird das jetzt auch quasi als Lehrinstrument eingesetzt und was für Auflage hat es und gibt es überhaupt das Interesse, diese quintessentiellen Dinge, wenn ich mal so nennen darf, auch richtig in das Volk zu bringen? Ja, also zur Auflage wird der Herausgeber was sagen. Die Breitenwirkung schätze ich sehr bescheiden ein. Für wen ist es geschrieben, das weiß ich, weil ich es geschrieben habe. Es ist geschrieben für interessierte Mitbürger, interessiert im Sinne, einfache Zusammenhänge im politischen Geschehen zu verstehen. Und wenn Sie in der Lage sind, etwa in der Kommunalpolitik oder sonst auf welcher Ebene immer, oder in Vereinen oder sonstigen Gemeinschaften, kann auch für Unternehmensführungen eine gewisse Bedeutung haben, obwohl die Spielregeln dort nicht dieselben sind. Wenn man also in der Lage ist, Gemeinschaften zu steuern und das Mandat dafür hat, für den Personenkreis kann es auch interessant sein. Aber noch einmal, nicht im Sinne eines Rezepts, das behauptet, so geht's und so muss man es machen, sondern als Fundus, wo man mit eigenem Denken das herausnimmt, was brauchbar erscheint, und im besseren Fall, ich sage es noch einmal, gedankliche Werkzeuge findet, heutige Herausforderungen oder morgen Herausforderungen wahrzunehmen. Um es in der politischen Bildung, wenn das die Frage wäre, zu verwenden, müsste man schauen, wo es Strukturen der politischen Bildung gibt. Da gibt es ein paar und ob die Interesse haben, genau, damit zu arbeiten. Denn wissen Sie, das langfristige Denken und Handeln in der Demokratie, wird ja bewusst das Handeln mit gutem Grund befristet. Die Mandate sind befristet. Und langfristig heißt, dass man eigentlich entgegen dieser Befristung denkt und handelt. Und das artet regelmäßig in Arbeit aus, ist äußerst mühsam und auch riskant, wenn natürlich der kurzfristige Erfolg naturgemäß von der Struktur im Vordergrund steht. Also ist es mühsam und das erhöht die Popularität auch nicht. Vielleicht noch eine Bemerkung zu uns. Also wir haben ja damit gestartet, dass wir das Dokument als Online-Publikation
auf die Homepage gestellt haben. Nicht? Also, und dort ist es ja nach wie vor, also es ist Open Access, wie man so, so schön sagt jetzt in der Wissenschaft. Das ist auch ein moderner Trend, dass man sagt, ja, jede Institution, die aus öffentlicher Hand finanziert wird, und das ist das Institut für Föderalismus, soll ihre Resultate auch der Öffentlichkeit gratis zugänglich machen. Und das passt hier sehr gut. Also dort ist es bereits für jeden, auch für beispielsweise gerade für Professorin oder Professor, der am Gymnasium politische Bildung unterrichtet oder ein Lehrer oder Lehrerin, zugänglich. Nicht? Also muss gar nicht das Buch erwerben, sondern kann das da herunterladen. Das muss natürlich bekannt sein, das ist das Problem. Aber zugänglich ist es auf jeden Fall. Und ja, die Auflage ist das, was wir unsere üblichen Publikationen, das ist halt eine wissenschaftliche Publikation und die haben eine Auflage von ein paar hundert Stück, also nicht gewaltig. Von der Konzeption her, Sie sehen, es ist Band 9 in der Reihe politische Bildung. Wir haben mehrere Schriftenreihen im Institut für Föderalismus und wir haben bewusst eine politische Bildung eröffnet und da passt natürlich nun wirklich gut ausgezeichnet hinein. Ja, also das aus meiner Sicht. Ja, dass das nicht völlig humorfrei abläuft heute, zu Ihrer Frage eine kleine Ergänzung: auf Seite 76 habe ich mir erlaubt, für Medien und Intellektuelle einige Bemerkungen am Schluss zu machen, die durchaus damit zu tun haben, was langfristig richtig ist und in der Regel auch Belastungen bedeutet, zumindest für Gruppen, und nicht den schnellen Erfolg, widerspricht in Wahrheit der Medienlogik, die davon lebt, dass es eben aktuell und im Moment interessant und nicht in einigen Jahren eine positive Wirkung erzeugt. Aber um weiterzukommen in manchen Fragen, muss man langfristig denken und handeln und auch Belastungen auf sich nehmen. Und insofern kann das ganz interessant sein, wenn einer wirklich Interesse hat, die drei Absätzchen auch zu lesen und zu überlegen, was es allenfalls bedeuten könnte. Bitte. Sie haben ja in einem Kapitel, geht es um Menschlichkeit, da vor allem um Ethik, ich glaube, das Wort Moral vermeiden Sie darin. Wie schwierig ist es denn in der Führung, in der politischen, sich ausschließlich an der Menschlichkeit zu orientieren? Es gibt ja da den Begriff der Verantwortungsethik, glaube ich, eine Rolle spielt. Die Frage im Hinblick auf die Diskussion im Landtag am Mittwoch zu Moria, die ja da ziemlich stark diesen teilweise Widerspruch aufgezeigt hat. Ja, natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigen Interessen und langfristigen Interessen. Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was pragmatisch aus der Situation sich ergibt, und dem, was aus irgendwelchen ethischen oder moralischen Grundsätzen richtig erscheint. Das ist im privaten wie im öffentlichen Leben so. Dieses Spannungsverhältnis kann man nicht einfach auflösen. Es ist schon einiges gewonnen, wenn man sich damit befasst und erkennt, dass es menschliche Grundsätze gibt und versucht, im Rahmen des Möglichen das umzusetzen, wo es umsetzbar ist. Ich habe das versucht, auch an einiger Fragen auszufalten, ohne ins aktuelle Geschehen einzugreifen. Fast privat, Sie waren ja über Jahrzehnte lang ganz, ganz entscheidende Stimme. Sie vermeiden aber Zwischenrufe. Bewusst, oder wird sich schon jucken, auch mal darüber, auch über aktuelle politische Strömungen, Bewegungen, Aktionen, die in Vorwerk stattfinden,
auch nochmal zu publizieren, vielleicht auch in Zeitungen? Ja, das habe ich bewusst vermieden, den Zwischenruf, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn man nicht im operativen Geschehen ist, dann verfügt man nicht über den vollen Informationsstand, selbst wenn man ein aufmerksamer Beobachter ist und Kontakte hat. Und zweitens möchte ich, und das bin ich ja nicht allein, das halten auch andere so, den handelnden Personen die an sich schwierige Aufgabe, ein gutes Maß zu finden, nicht durch Zwischenrufe erschweren. Oder Betrachtungen. Na, Betrachtungen sind schon enthalten. Na, Betrachtungen sind schon enthalten. Also dieses staatsbürgerschaftliche Recht lasse ich mir nicht nehmen. Es sind schon Betrachtungen enthalten, die auch Schlüsse zulassen, aber eben nicht der billige Zwischenruf. Aus Respekt vor der Schwierigkeit der operativen Verantwortung. Ich hätte noch eine Frage, eine inhaltliche. Sie schreiben ja, dass die schwersten Fehler nicht durch falsche Entscheidungen entstehen, sondern durch das Übersehen entscheidender Veränderungen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ist Ihnen sowas auch mal passiert? Oder Sie meinen, wie vielleicht Sie sowas Mir ist vieles passiert und nicht nur Positives, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das im Konkreten besonders aufzuhalten. Ich meine, die Frage ist, wäre es gleich, wenn Sie einen Fußballer fragen, der 20 Jahre Profifußball gespielt hat, ob der auch schon einmal daneben geschossen hat. Na, also ja, auch schon vorgekommen. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, das menschliche Bewusstsein, nicht nur die Medienlogik, die lehnt sich an das menschliche Bewusstsein an, nimmt das Regelwidrige anders wahr als das Regelmäßige. Das Regelmäßige ist, deutsch gesagt, langweilig und das Regelwidrige fällt auf. Also wenn Sie heimfahren und es fährt Sie einer fast über den Haufen, dann werden Sie es daheim erzählen. Wenn 150 vorschriftsmäßig passiert sind, werden sie nicht erzählen, oder? Da wird man sich fragen, was hat er jetzt? Soll da über anderes berichten? Das liegt in der Natur der menschlichen Aufmerksamkeit und Medien müssen sich dem auch in einem gewissen Umfang anpassen. Auch politische Parteien und die handelnden Personen. Man neigt dazu, das, was auffällt, von der Regel abweicht, ein unerwartetes Ereignis ist, eben mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Dinge, die sich schleichend entwickeln, aber trotzdem fundamentale Bedeutung haben können, leicht übersehen werden. Und da müssen natürlich führende Leute, sollten das wissen und auch solche Dinge beobachten. Auch wenn sie überhaupt nicht sensationell sind, sondern sich schleichend entwickeln, wenn sie für das Gemeinwesen eine große Rolle spielen können. Das ist damit gemeint. Können Sie ein Beispiel nennen für so eine schleichende Entwicklung, wo Sie das Gefühl haben, das wird vielleicht zu wenig? Ja, ich habe versucht, einige dieser Themen anzusprechen. Da gibt es gesellschaftspolitische Themen, die ich auch angesprochen habe, die man mit großer Begeisterung übersieht, verneint und als nicht existent betrachtet, weil sie irgendwie im Wege sind, den gängigen Abläufen, aber es sind auch banalere Dinge wie die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, die für unsere Zukunft natürlich zehnmal wichtiger ist als manches, was medial hochgeschraubt und verblasen wird. Mag auch seine Bedeutung haben und im Moment die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Aber wenn es uns nicht gelingt, dieses Gefüge einigermaßen handlungsfähig zu gestalten, dann schaut die Gesamtzukunft blasser aus, als wenn man das schaffen würde. Aber natürlich wirklich handlungsfähig gestalten und nicht nur sagen, die sollten handeln und ihnen das Handwerkszeug
vorenthalten. Ich schreibe es um das Beispiel, wenn ich von einem Bezirkshauptmann will, dass er in der Katastrophensituation wirksam handelt, dann braucht er Mannschaft, er muss auch über Geld verfügen können in der Situation, muss den Durchgriff haben, sonst kann er nicht handeln. Und wenn ich ihm das vorenthalte, ist das natürlich dümmlich. Ich kann dann trotzdem sagen, ja, der hat das nicht hergebracht, aber es ist dümmlich. Und das sollte man jedenfalls in den wichtigen Fragen nicht sein. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanken wir uns für die Teilnahme und wünschen einen schönen Tag. Alles Gute. Servus. Ja. Ja.